Hallo, mein Name ist Jürgen Meyerbauer. Ich bin ein Global IoT Solution Architect bei der Firma Microsoft und arbeite an strategischen IoT Engagements mit unseren großen Partnern und möchte heute ein bisschen eingehen auf die technische Integration von Digital Twins und ein bisschen zeigen, so was wir erklärt haben aus den ersten Engagements und wie man das quasi am besten machen kann. Die Folien sind bei mir in Englisch, der Vortrag ist in Deutsch. Das kommt ganz einfach daher, dass wir natürlich unsere Foliensätze in Englisch haben, aber man gedacht habe, eine gute Idee ist, um in Deutsch zu machen. Zum Thema Digital Twins muss man natürlich schon ein bisschen sagen, es ist ein bisschen so das Passwort, das Neue, das von vielen verwendet wird, um ein bisschen Innovation darzustellen. Und das ist also auch im Grunde genommen. Trotzdem ist es wahnsinnig wichtig, dass man ein bisschen eine Definition dazu macht und um es einordnen zu können. Und mir gefällt besonders diese Evolution wie es da heißt, Connected Solutions. Weil das, was wir bis jetzt eigentlich immer gemacht haben, ist von Connected Assets zu sprechen. Das heißt, einzelne Geräte wurden angebunden. Da gibt es dann die schönsten, das haben wir in anderen Sessions auch schon gehört, IoT Central und so weiter, die schönsten Tools, mit denen man dann mitarbeiten kann. Aber es ist halt immer nur sehr isoliert auf die Assets. Und dort, wo wir eigentlich hinwollen, und Digital Twins ist da ein Mittel dafür, ist Connected Environments oder später auch einmal zu Connected Ecosystems. Digital Twins ist an und für sich gar nicht so großartig neu, sondern das ist eigentlich schon von der NASA erfunden worden, damals bei der ersten Mondlandung, wo man natürlich genau das gleiche Problem gehabt hat. Man hat ein System gehabt, das zu überwachen ist, auf das man überhaupt keinen Zugriff gehabt hat. Das heißt, man hat es irgendwie modellieren müssen, hat dann die Telemetriewerte verwendet, um das reinzukriegen und um eine wirklichen Übersicht zu kriegen über den Kontrollstatus oder den Status ganz allgemein. Wenn ich mir so Connected Environments anschaue, dann passt natürlich hier wunderbar auch das Thema von der NASA rein. Ein anderes Thema, das vielleicht wenige mit einem Digital Twin in Verbindung bringen würden, ist der Microsoft Flight Simulator, den jeder kennt. Ja? Das ist nichts anderes als ein Digital Twin, nämlich eine Abbildung einer Realität in einem Modell mit einer gewissen Simulation dazu. Dort diese Connected Environments, natürlich spannend, das ist jetzt wirklich das auf eine Industrie umzulegen. Und da gibt es dann abhängig von der Industrie die interessantesten Ansätze natürlich, wenn ich zum Beispiel jetzt herauspicke, Manufacturing als Beispiel etwas, was wir wirklich gemacht haben, ist, wie man quasi von diesen Connected Assets zu Connected Environments geht, ist, dass man begonnen hat, eben ein Equipment Overview zu haben. Das heißt, ich habe wirklich mein Asset gehabt, meine Devices ganz rechts zu sehen. Hier, so. Also rechts hier das Equipment Overview. Das ist dort, wo wir quasi mit den Connected Assets sind. Doch, wir wollen aber eigentlich mehr wirklich auch in die Richtung gehen, einen kompletten Überblick zu kriegen über den Status meiner Produktionslinie. Oder am besten gleich für eine Factory oder über mehrere Factories hinweg. Und das ist dann was wir im Grunde genommen mit Connected Environments reinkriegen. Wie schon gesagt, Digital Twins ist ein Passwort. Man muss fürchterlich aufpassen, dass man das auch richtig definiert. Und wenn wir von Azure Digital Twins sprechen, also von unserem Azure Service, was wir damit machen, dann besteht das im Grunde genommen aus vier Hauptkomponenten. Einerseits einer offenen Modellierungssprache. Dann zweitens aus einem Live-Execution Environment, weil ein Twin wird erst wirklich spannend, wenn das ein sogenannter Operational Twin ist, um Simulationen durchführen zu können, um Predictions durchführen zu können und so weiter. Aber auch natürlich, sowas erreicht man nur, indem man auch einen Input dazu hat, und das ist der dritte Teil eben, einen Input von den unterschiedlichsten Datenquellen. Und das ist nicht nur von IoT, also von Devices mit Telemetrieinformationen, sondern natürlich auch von Business-Systemen oder ganz anderen Systemen, wie ein Wettersystem, ganz, ganz beliebtes System, das in einem Digital Twin immer wieder Einzug oder Daten hineinliefert. Auf der anderen Seite haben wir den Output, der natürlich auch interessant ist. Es darf keine Sackgasse sein, sondern man muss genauso, wie man es von einer Referenzarchitektur gewohnt ist, hier die Möglichkeit haben, eine Integration von anderen Systemen durchzuführen. Wenn wir uns kurz diese einzelnen Blöcke anschauen, dann wird man sehen, wenn wir beginnen mit der offenen Modellierungssprache. Ich gehe jetzt nicht ganz auf jede Details ein, wir möchten mich dann wirklich auf die technische Integration konzentrieren. Aber an und für sich der erste Schritt ist eben wirklich die Abbildung eines Modells, also eine Beschreibung der echten Welt. In dem Fall auf der rechten Seite sieht man die Beschreibung eines Raums. Und wir verwenden dazu einen JSON,
LED-Format im Grunde genommen, das da genormt ist und das im Grunde genommen dieser Form ausschaut. So eine Entität, für die kann man sogenannte Properties definieren, das sind so Zustandsattribute, Telemetriewerte, die von außen reinkommen, Kommandos, die ich zurückschicken kann, aber ganz, ganz wesentlich auch Verbindungen zu anderen Entitäten. Beim Live Execution Environment nimmt man dann diese Modellierung, die man gemacht hat, und baut sich wirklich diesen Knowledge Graph oder Operational Graphen auf, um mit dem wirklich arbeiten zu können. Und arbeiten heißt im Grunde genommen auch natürlich, um Input reinzukriegen in das System. Vom IT-Systemen, vom Business-Systemen. Das muss alles gewährleistet sein. Sonst hat man einen statischen Twin, mit dem man nicht wirklich viel anfangen kann. Natürlich ist ein statischer Twin auch gut für die Abbildung eines oder Bauen eines Modells. Aber wirklich spannend wird es, wenn der Ganze dann wirklich live verfolgt sein kann. Und beim Output natürlich haben wir ein ähnliches Thema. Also als Zustandsgraph ist ja immer nur der Zustand der aktuelle Zustand. Und wenn ich das zum Beispiel über die Historie hinweg haben möchte, dann brauche ich einen Historian, irgendein Storage, wo ich quasi die Zeitserien entsprechend hineinspeichern kann. Ja, der Vortrag heißt technische Integration. Und wenn man sich die technische Integration anschaut, dann habe ich mal so ein bisschen ein Schaubild mitgenommen, wie so eine Lösung, eine IT-Lösung mit Digital Twins aussehen könnte. Besteht nämlich in der Mitte hier aus der Azure Digital Twins Instanz. Da sieht man auch den Graphen abgebildet. Diese Symbole hier sind stellvertretend für Devices. Hier sieht man eine Relationship, ein Device is equipped with. Heißt, gehört zu einem Raum oder ist ausgestattet, einen Raum aus damit. Der Raum selbst gehört wieder zu einem Stockwerk und das Stockwerk wiederum zu einem Building. Das ist eine klassische Grafenstruktur. Man sieht auch, das Ganze ist nicht nur hierarchisch, sondern kann auch wirklich wie ein Graph über mehrere Ecken zum Gleichen führen. Hier ist das Building wieder mit einer Klimaanlage oder einer klassischen Maschine aus, die für die Kühlung eines Raums zuständig ist. Diese Teile hier sollen im Grunde genommen Functions darstellen, weil das ist auch ganz was Wichtiges. Eine Änderung eines Status von Unknown soll irgendwie auch propagiert werden können in das andere. Wir werden das noch an einem praktischen Beispiel sehen, wie sich das Ganze in einem echten Graphen entsprechend verhält. Links haben wir natürlich Devices, die wirklich Telemetriedaten über IoT Hub oder was auch immer in den Azure Digital Twin hineinliefern. Da gibt es mehrere Optionen, die man auch noch sehen werden. Rechts, ganz oben haben wir noch Client-Apps, die natürlich irgendwie das Ganze verwenden. Ganz, ganz wichtig, Azure Digital Twins ist ein Headless-Service, das heißt, es stellt diesen Graphen zur Verfügung mit entsprechenden APIs, kommt aber eigentlich ohne User-Interface. Und rechts haben wir natürlich die Output-Seite natürlich, jede Menge Anbindungsmöglichkeiten für die Analytik, für Storage oder irgendwelche Business-Integrationen, die hier vorhanden sind. Wollen wir uns einmal anschauen, was muss ich da als Entwickler tun, um mit sowas arbeiten zu können? Erster Schritt ist, man muss einmal die Modelle definieren. Also dieses JSON-Modelle, die wir da vorher gesehen haben, muss ich für alles, was ich irgendwie abbilden möchte, einmal definieren. Wenn ich das Ganze habe, muss ich mal irgendwie einen Code überlegen, wie ich quasi das sogenannte Onboarding vom Graphen mache, nämlich wie ich wirkliche Ausprägungen, die sogenannten Twins erzeuge. Das ist ein bisschen so wie in der objektorientierten Programmierung. Das Modell ist die Klasse und das Objekt wäre der Twin dann, also die Ausprägung. Und das baut man dann erst so wirklich das Ganze. Wenn ich das Ganze habe, muss man dann überlegen, wie kriege ich jetzt die Input- und Output-Seiten geregelt? Also wie kriege ich quasi denn, wie mache ich diesen Graphen lebendig durch Einbringen von Telemetrieinformationen, durch Property Changes, die ich auslöse? Und auf der anderen Seite wiederum, welche dahinter gelagerten Systeme möchte ich verwenden? Wenn ich das mal hätte, habe ich zumindest mal ein laufendes System. Natürlich werde ich dann nicht umwegkommen, um gewisse Client-Apps auch mir zu überlegen, mit denen ich dann eben die entsprechenden Änderungen vornehmen kann. Da sieht man sehr schon, wir haben jede Menge Unterstützung für Standard-Azure-Services. Das wäre natürlich etwas erstaunlich, wenn wir hier nicht Sachen anbieten würden. Ja, dann schauen wir uns mal an, wie man so eine Digital Twin Instanz anlegt. Ich habe da mal einfach den Setup mitgenommen, so wie man ihn an Azure Command Line verwenden würde. Ist eigentlich relativ einfach. Man legt im Grunde genommen eine Instanz an, indem man ihr einen Namen gibt.
eine Zuordnung zu einer Ressourcegruppe und zu einer Location. Das ist, also für alle, die ein bisschen vertraut sind mit Azure Command Line Syntax, das ist wirklich sehr, sehr einfach im Grunde genommen eigentlich, weil Ressourcegruppe und Location ist klar, dass man das in der Regel immer braucht, braucht man eigentlich nur einen Namen, um mal eine Basisinstanz zu bekommen. Ganz, ganz wichtig ist der zweite Schritt bei der Anlage, das ist der sogenannte Role-Based Access Control Setup, also, oder man kann auch sagen, den Access Setup, weil jeglicher Zugang zum sogenannten Data Plane, also dieser Graph und Modelle und so weiter, ist im Grunde genommen durch Azure AD abgesichert und benötigt natürlich ein entsprechendes Assignment. Und was man da in der Regel tut, ist, wenn man derjenige, der es anlegt, schreibt, nimmt sich selbst mit einem Role Assignment dazu, sieht man da wieder, der gleiche Name wird wieder angegeben. Und beim Assignee, bei dem AA Identity Name, nimmt man einfach seinen AD-Namen her und weist ihm noch auch die Rolle Azure Digital Twins Data Owner zu. Es gibt da unterschiedliche Rollen, das werde ich dann noch genau sagen, aber das ist der wichtige zweite Schritt, um hier eine Anlage eines Digital Twins abzuschließen. Weil wir schon davon gesprochen haben, wie ist das mit dem Access Control? Naja, im Grunde genommen, was bietet ADT da an? Eben also Absicherung mittels Azure RBAC oder Role-Based Access Control. Es gibt dann sehr hoch, also groben Access Control, indem man es zwei sogenannte Built-in-Roles anbietet. Eine haben wir vorher schon gesehen, das war dieser Owner, vergleichbar mit einem Administrator, kann im Grunde genommen alles tun. Und die zweite Rolle, die da gibt es in diesem groben Ansatz, ist eine Reader-Rolle. Das ist so, wie wir gestartet haben im Produkt, wird sicher in Zukunft eine zusätzliche Ausprägung von diesen Standard-Rollen geben. Aktuell gibt es diese beiden. Aber wie schon gesagt, man kann auch Custom-Roles definieren, um sie das zusammenzulegen, was im Grunde genommen wie verwendbar sind. Und das spezifiziert man dann auf Basis von einem CRUD-Ansatz, oder Create, Read, Update und Delete, was aus einem Datenbankumfeld kommt, bezogen natürlich nicht auf eine Datenbank, sondern jetzt bezogen auf den Graphen. Und den Scope kann man da so einstellen, dass ich sage, zum Beispiel meine Custom Role hat, kann Modelle anlegen, lesen, updaten und schreiben. Ich kann das Gleiche für Twins tun, ich kann das Ganze für die Relationships der Twins tun, ich kann Query Operations damit auslösen, um quasi den Graphen auch abfragen zu können. Oder auch das gleiche Thema für Eventrouten, das werden wir später noch genau sehen, was das bedeutet. Aber so kann ich mir im Grunde genommen einen relativ feingranulareren Zugriff auf den Graphen mir überlegen. Momentan kann man es noch nicht einschränken auf Subsets des Graphen, das ist etwas, an dem wir arbeiten. Wenn man sich diesen Access auf den Control Plane mal anschaut, ist dann, und so kommen wir zum ersten wirklichen Schritt der technischen Integration, es gibt ein REST API dafür. Und REST API kann man im Grunde genommen relativ leicht ansprechen, indem man zum Beispiel einen Postman verwendet, dann den Postman sich einen Bearer Token für den Zugriff holt und dann bieten wir auch eine sogenannte Postman Collection an, mit der man relativ leicht einmal so einen Twin anfragen kann. Ist relativ einfach, wie schon gesagt, Bearer Token anlegen, sich den Instanz-Hostnamen holen und das Ganze in Postman darstellen. Und das werden wir uns also mal wirklich an lebenden Objekt anschauen. Das war der falsche Knopf. Indem wir auf den Postman wechseln. Den habe ich noch nicht offen. Hier wir. Dann, während der startet, kopiere ich im Moment das da raus, um den Bearer-Token zu kriegen. Das machen wir am besten über das Windows Terminal Feature. So. Holen wir uns einmal den Bearer-Token. Klassisch ist jeder, der es kennt mit PowerShell, es gibt eine lokale Konfiguration, ich bin da eingeloggt und darum funktioniert der gleich. Sollte jetzt geht er quasi zum AD-Service hin und fragt nach einem Bearer-Token für diese Ressource. Und diese Ressource ist nicht überraschend das Azure Digital Twins Instanz. Na, das haben wir heute ein bisschen langsam. Diesen Access-Token, der ist relativ wichtig, weil das ist derjenige, den wir dann im Postman verwenden. Dann kopieren wir uns mal raus, gehen wechseln in den Postman.
der auch relativ lange da braucht zum Starten. Ist doch immer gut, wenn man etwas im Vorfeld schon gestartet hat. Kann das Fenster schon machen? Nein. Okay. Es braucht jetzt relativ lange. Ich werde mal warten, bis der kommt und einmal in der Zwischenzeit weitermachen mit der Präsentation. Ich wechsle dann sofort drüber, wann er entsprechend verfahren ist. Bei der Modellierung ist es folgendermaßen gegeben: Ich habe schon gesprochen, man muss im Grunde genommen die Entitäten abbilden. Ich gehe jetzt in dem Detail ein, wie man das Ganze macht. Wichtig ist aber wirklich, man geht her und definiert das Vocabulary, wird auch gern Ontologie genannt, um das dann wirklich abbildbar zu machen. Und dann baut man sich im Grunde genommen wirklich einen kompletten Graphen, der hier rechts im Grunde genommen auch dargestellt wird. Da habe ich dann meinen Graphen, mit dem ich dann auch entsprechend arbeiten kann. Wie schaut das aus, wenn ich zum Beispiel eine vordefinierte Ontologie verwende? Man muss ganz ehrlich sagen, solche Ontologien können relativ groß mal werden. Und so sie eine selbst zu bauen, macht durchweg Sinn für gewisse Use Cases. Gott sei Dank gibt es quasi vordefinierte Standards, mit denen man arbeiten kann. Und nachdem diese ganze Digital Twin Technologie ein bisschen aus dem Umfeld vom Building herauskommt, habe ich mir zum Beispiel mal die vom Real Estate Core angeschaut. Das ist eine relativ bekannte Wand. Die gibt es auf GitHub unter dem Namen Open Digital Twins Building auch zur Verfügung und sieht im Grunde genommen so aus. Drei Hauptteile: Ich habe einen Space Part, ich habe einen Asset Part und einen Capability Part und dann entsprechende Relationships, mit denen ich das quasi abbilden kann. Und so kann ich ein Gebäude mit seinen ganzen internen Machen modellieren, um es entsprechend dann hineinzukriegen. Schaut dann im konkreten Fall so aus. Also, wie man sieht, die Komplexität ist durchwegs nicht zu unterschätzen. Alle diese blauen Rechtecke hier sind Modelle und die gelben Teile sind im Grunde genommen Verwendungen oder Relationships und die grünen Striche sind dann im Grunde genommen die sogenannten Ableitungen. Also habe ich noch nicht dazu gesagt, unsere Modellierung unterstützt auch eine Inheritance, ähnlich wie beim Warmweb gesprochen. Das heißt, ich kann ein Modell nehmen und sagen, ich habe ein generisches Raummodell und leite davon entsprechende andere Modelle ab. So. Schauen wir mal, ob wir einen Postman zum Leben erwecken können. Der ist zwar jetzt gestartet, aber irgendwie mag er mich heute nicht. Ah, jetzt kommt er. So. So eine spannende Sache, warum der solche Probleme macht heute. Okay, ich glaube, das verschieben wir auf später. Ah, deshalb behauptet, dass ich offline bin. Offensichtlich hat er wahnsinnige Schwierigkeiten mit dem Internet Access. Tut mir leid. Typischer Demo-Effekt, hat immer wunderbar funktioniert, ist auch nebenbei gesagt ein wirklich sehr zu empfehlenswertes Tool, um quasi hier einfach zu arbeiten zu können. Zurück zum Modell, da sieht man wirklich, das ist eine echte Ontologie. Ja. Die kann, das ist ein Standard, eben der Real Estate Core Standard, der viel in Verwendung ist bei Digital Twin Projekten. Und es gibt auch die Möglichkeit, das auf sogenannte BIM-Modelle zu mappen. Das ist der Building Information Model, das ist das, was im Construction-Umfeld verwendet wird. Man nimmt solche Standardmodelle meistens gerne her, um das als Basis zu haben und dann entsprechende Ableitungen für seine eigene machen. Das heißt, man nimmt einfach solche Modelle her und baut sich seinen eigenen Graphen daraus. Zum Graphen ist es schon interessant. Gehen wir zurück. Einfaches Beispiel haben wir mitgebracht. Ich wollte das nicht zu sehr ausufern lassen, um hier wirklich arbeiten zu können. Wir haben hier im Grunde genommen auf Basis von dem Real Estate Core Ontologie einen einfachen Graphen gebaut, mit dem wir dann auch ein bisschen arbeiten können. Hoffentlich funktioniert die Demo besser.
Wir haben hier, wenn man rechts reinschaut, hier, also eben einfach genommen, nehmen wir irgendwas, was wahrscheinlich in Österreich bekannt ist, und hat man das Microsoft Österreich Office genommen und hat versucht, das zu modellieren. Und wenn man versucht, ich habe es ja getan. Das heißt, hier habe ich die Europlaza als Gebäude, das Building. Ich habe mal definiert den Innenhof, ein paar ersten und zweiten Stockwerk, das Erdgeschoss, und habe dann begonnen, ein bisschen im Erdgeschoss auszuformulieren. Vielleicht ganz allgemein zum Modellieren, wenn wir das ständig auch gefragt werden, wie weit die Detailgrad notwendig ist, um solche Modellierungen und den Graphenaufbau zu machen. Das ist natürlich immer extrem Use Case getrieben. Das heißt, man macht nicht alles, was irgendwie verwendet werden kann, sondern man im Grunde genommen die ganze Attributierung, die Relationships und so weiter wird primär im Grunde genommen hier entsprechend aufgebaut. Und was wir auch für die Demo noch gemacht haben, ist hier natürlich, wir haben im Erdgeschoss dann noch mal ein paar Räume definiert, zum Beispiel die Eures-Cafeteria oder die Toiletten oder den Empfang. Das sind wirkliche Räume, die es im Office von Microsoft Österreich gibt. Und haben auf diese noch teilweise sogenannte Devices angehängt, ja, die wirklich also für die Temperaturmessung verwendet werden. Das sind die Valve-Boxen. Und haben die sogenannte Capabilities hingemacht. Und hier sieht man schon diesen klassischen Setup hier. Die Wavebox ist ein Asset, das man über Relationship located in der Cafeteria macht. Ja. Und dann gleichzeitig auch sagt, der hat eine Capability, nämlich Temperature Sensor. Es gibt alle möglichen Capabilities, die kann ich da reinbauen im Grunde genommen. Und so würde das quasi dann eine einfache Modellierung ist. Das ist alternativ, wo quasi das nicht über die Waffbox und nicht direkt am Asset hängt, sondern direkt einfach die Toilette macht. Wesentlich ist nur, dass man hier einfach abbilden, dass der Temperatursensor quasi die Temperatur liefert für die Eures. Könnte ja zum Beispiel, muss ja nicht nur einer sein, könnten auch mehrere sein. So. Wie baut man denn so eine Topologie auf? Na, das kann auch relativ schnell komplex werden, ja. Und wird aber, könnte man eben programmtechnisch lösen. Das sieht man auf der linken Seite hier aufgebaut, wo im Grunde genommen nichts anderes passiert, als in dem Fall wird ein Excel-Sheet verwendet, der ausgelesen wird. Den sieht man da links unten, also rechts unten. Ja. Und dementsprechend baue ich mir dann meinen Graphen zusammen, indem ich ihn wirklich aufbaue. Das heißt, ich selektiere immer das Modell, also wenn man das anschaut. Ich habe da in dem Typ, ja, habe das den Modellzuordnung drinnen. Dann habe ich die ID, das wäre dann die Twin-ID. Und über den Parent kann ich zum Beispiel die ganzen Zuordnungen regeln. Also das bleibt einem im Grunde genommen überlassen, wie man das macht. Gibt mehrere Ansätze dazu. Das API deckt im Grunde genommen die ganze Anlage dafür entsprechend ab. Wenn wir schon vom Thema API sprechen, was für APIs am sogenannten Data Plane gibt es von Azure Digital Twins? Wir haben die Möglichkeit, Twins anzulegen, natürlich welche zu lesen über die ID, sie zu patchen, zu löschen. Ja. Und das Gleiche gibt es natürlich auch noch für die Relationships zwischen den Twins. Was bei den Relationships noch dazu kommt, natürlich, ist, dass man auch interessant ist, dass man die ganzen Incoming und Outgoing Relationships für einen Twin sich anschauen kann. Und das sieht man da unten auch noch genauer dargestellt. Also da ist im Grunde genommen die Anlage eines Digital Twins gemacht. Ja, nicht überraschend vom Code-Setup her. Und da ist noch ein Beispiel hergelegt, für wie man sich die Relationships von einem Twin anschaut. Weil die sind ja durchwegs interessant, um quasi eine Form von Propagierung durchführen zu können. So, da möchte ich noch auf ein anderes Tool eingehen, das wir ursprünglich intern verwendet haben, um ein bisschen arbeiten zu können, und haben es dann auch unseren Partnern und Kunden zur Verfügung gestellt, ist der sogenannte Azure Digital Twins Explorer, der im Grunde genommen verwendet wird, um wirklich auf seinen Graphen zu schauen, um ein bisschen ein User Interface zu kriegen. Und jetzt kommt mein nächster Versuch in der Demo. Mal schauen, hoppala, mal stempeln. Den habe ich nämlich auch noch nicht aufgemacht, aber wir werden das schön hinkriegen. So, wollen wir dann mal starten. Tja, alles nicht so schnell. So, das ist im Grunde genommen eine Web-Applikation, die mir hilft, im Grunde genommen mit dem Digital Twin zu arbeiten, um ihn darzustellen. Ist ja, eben eine Web-Applikation.
Die verwendet die Host-Instance von meinem Azure Digital Twin und sollte hier bald einmal laden. So, schaut prinzipiell so aus. Dass es weiß, mit welchem Digital Twin ich arbeiten muss, kann ich hier über dieses Symbol den Host nehmen, die Host-Instanz eingeben. Ja, das ist alles nicht unbedingt schnell. Hier wäre, also ein bisschen Geduld haben. Aber das jetzt so schaut im Grunde genommen typischerweise die Host-Instanz aus. Und die wird lokal gespeichert, darum weiß er das auch bei jedem Mal starten, dass man was. Momentan sehe ich gar nichts, aber ich sehe schon, ich kann da irgendwelche Queries drauf ausführen. Und wenn ich diese Standard-Query verwende, also die Query schaut sehr SQL-ähnlich aus, ja, und wenn ich die einmal da verwende und sage Run-Query, dann geht er hin, lädt den Digital Twin und bringt mir im Grunde genommen das, was wir vorher auch schon im Slide gesehen haben. Das heißt, er sollte mir jetzt, genau, er lädt die Twins. Während er die lädt, auf der linken Seite habe ich meine ganzen Modelle, also diese ganzen vielen Modelle, die wir vorher gesehen haben, diese komplexen, sind hier alle angeordnet. Ich kann sie löschen, ich kann ganze Teile rein importieren und exportieren, ich kann sogar Symbole damit verbinden. Ich kann mir auch genauso, jetzt stelle das natürlich noch ein bisschen um, weil es gibt unsere Layout-Möglichkeiten für den Graphen. Ich verwende gern diesen hier, weil da steht es dann so. Und jetzt schaut es genauso aus im Grunde, wie man hier arbeiten kann. Wir sehen auch da wieder das Erdgeschoss mit dem Eures-Sensor. Wenn ich jetzt auf so ein Symbol draufklicke von einem Twin, dann sollte er mit etwas Geduld mir die Properties hier auf der rechten Seite darstellen. Mal schauen, wie lange er dazu braucht, um das zu laden. Aber so kann man schon im Grunde genommen, ja, hier sieht man es. Das ist die ID mit Temp-Sensor. Vergessen wir mal die Tags. Aber da in dem Last Value, da steckt schon im Grunde genommen die Temperatur drinnen, die er das letzte Mal verwendet hat. Weil das ist dieser Capability, die Temperature Sensor Capability, die er als letzten Wert 23 drinnen hat. Und wie man gesagt hat, das definiert auch die Temperatur vom Eures. Dann schauen wir mal auf diesen, rüber wechseln und wieder ein bisschen Geduld haben. Okay, er zeigt mir es da an. Da war er schneller. Eigentlich wollte ich es auf den Wechseln. Ja, und jetzt sieht man da Eures, der hat das ein bisschen anders abgebildet von der Temperatur her, hat aber da den Temperatur, hat 24 drin stehen. No, interessant. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Anyway, ein Tool, mit dem man auch dem Modell, auf das geht es auch nicht näher ein, so wie wir es vorher gesehen haben, ich könnte jetzt auf den Model Graph umschalten, nachdem der so komplex ist, wird er wahrscheinlich bei der Demo so lange brauchen zum Laden, dass ich mir das jetzt mal spare. Aber so ist im Grunde genommen der Azure Digital Twins Explorer. Ich kann genauso hier beim Graphen, kann ich mir quasi genauso wie bei den Modellen hier, kann ich den Graphen exportieren, ich kann Sachen importieren, ich kann Relationships verbinden, ich kann hier auf der Model-Seite mit diesem Plus kann man einen Twin anlegen da drüben, mit Werten versehen. Also wirklich eigentlich ein Tool, mit dem man ganz schön arbeiten kann. Man kann auch insofern die Queries machen, weil vorher habe ich nur diese ganz einfache Query hier gezeigt. Jetzt nehme ich mal ein bisschen eine komplexere Query, um das auch zu zeigen, was man da machen kann. Vielleicht, was macht die Query jetzt da? Im Grunde genommen sieht man hier da den Setup. Nämlich mit Joins kann ich diese Relationships auswerten. Das heißt, ich versuche, alle meine Räume in einem Raum zu finden, der quasi die Temperatur von meinem Temp-Sensor bekommt. Und dass die Query ja funktioniert, probieren wir das mal da oben aus. Kopieren wir das mal rein. Und so haben da Run-Query. Dann sollte sich jetzt mit ein bisschen Geduld das Bild da unten ändern. Und er findet für mich quasi die Eures Cafeteria. Also ich habe gesagt, Select Sensor und Room. Er findet für mich den Raum und den dafürgehörigen Sensor. Das ist ganz, ganz wichtig, wie wir nachher sehen werden, um damit arbeiten zu können für das Live Execution Environment. Gut. So, vielleicht noch, ich werfe ganz kurz noch mal einen Blick am Postman, aber ich glaube, das Thema haben wir jetzt abgehakt. Ja, der kann immer noch nicht. Keine Ahnung, Entschuldigung. Zurück zum eigentlichen Thema. Zumindest hat die Thema funktioniert. Digital Twins Change Propagation. Ganz, ganz spannende Sache, natürlich.
habe ich schon vorher gesagt, wir haben im Modell eigentlich drinnen einen Temperatursensor, der hängt an Device und definiert die vom Raum. Jetzt könnt ihr natürlich jedes Mal, wenn ich Abfrage mache, mir alle Sensoren suchen, die halt da zuständig sind und das hinmachen, ist natürlich für ein Near-Real-Time-Verhalten für Analytik eigentlich nicht machbar. Könnt ihr auch sehen, dass die Daten in ein ganz anderes System stecken und dafür ist ein Digital Twin wunderbar geeignet. Dazu muss man aber auch haben, dass wie man hier sieht, wenn dieser Telemetriewert reinkommt über eine Function-App zum Beispiel, also IoT-Hub über die Function-App in den Digital Twin und setzt dann quasi am Device-Node den Last Value auf den neuen Wert, dann haben wir im Digital Twin einen sogenannten Event-Stream, der quasi alle Änderungen hier durchpropagiert. Und ich kann mir dann auf diesen Event-Stream Routen mit Endpoints verwenden, zum Beispiel hier auf einem Event-Grid, wo ich wieder eine Function-App dahinter hänge, um die Änderung rauf zu propagieren. Zu heißen, steht hier oben, Temperature Value Change on Sensor geht in einen Room Temperature Sensor Change über. Das heißt, geht hier rein, der Wert wird geändert. Über die Subscription landet das Ganze im Event-Stream. Der Event Stream ist aufgesetzt für eine Route auf einem definierten Endpoint auf einem Event Grid. Und auf dem Event Grid habe ich wieder ein Topic mit einer Subscription für eine Function App, die quasi wieder zurückläuft und dann quasi die Raumtemperatur ändert. Ist nicht wirklich schwierig vom Setup her. Ich habe das mal kurz zusammengeschrieben, um zu sehen. Ich brauche natürlich eine Function App, die ist jetzt mehrfach angesprochen worden. Beginne mit einem Storage Account, lege mal eine Function App an. Ganz, ganz wichtig ist dann, ich brauche dann eine sogenannte System Managed Identity für meine Function App, weil sonst kann ich auf EDT, also auf den Digital Twin nicht zugreifen. Wenn ich diese Identity habe, verwende ich die auch gleich, um ihre Rollenzuordnung zu machen. Ist vergleichbar mit der Anlage vom Beginn her. Ich brauche das wieder quasi, um hier diese Data Ownership einzutragen für die Function App diesmal, sonst geht die Rückkopplung entsprechend nicht. Was natürlich die Function App auch noch braucht, ist im Grunde genommen die Service URL. Von mein, also braucht auch noch den Host Instance Name. Hier heißt es EDT Service URL, um den entsprechenden API-Aufruf machen zu können. Was brauchen wir nun? Wir brauchen natürlich noch, wie schon gesagt, ein Event Grid Topic. Das haben wir die Anlage relativ einfach. Dann wird schon ein bisschen anders, also umfangreicher. Ich muss diesen Event Grid Topic als Endpunkt für Azure Digital Twins definieren und nur eine Route entsprechend definieren. Sobald ich das Ganze habe, kann ich hergehen und im Grunde genommen meine Function App deployen und auf dem Event Grid Topic entsprechende Subscription aufsetzen. Dann ist dieser ganze Fluss entsprechend abgebildet und ich kann mir im Grunde genommen nochmal auf der Function App ein bisschen nochmal anschauen, wie ich das quasi in die Function App reinkriege. Das habe ich schon im Grunde genommen hier entsprechend dargestellt. Ich bin ein großer Fan von Visual Studio Code. Ich habe jetzt bei den ganzen anderen Vorträgen immer Visual Studio gesehen. Ich persönlich bevorzuge, ganz ehrlich gesagt, Visual Studio Code. Und das ist die Function App, die ich da verwende. Und momentan sage ich im Grunde genommen dieses Routing dafür. Also nur mal zur Erinnerung, es passiert was am Graph. Das wird quasi über die Events Stream, über die Route raus auf den Event Grid gelegt. Und dort hängt die Subscription von dieser Function App im Konkreten, im Grunde genommen genau von dieser Function. Und ja, ich gehe jetzt nicht näher ein, wie man Function Apps macht, ist aber super easy im Grunde genommen. Es gibt einen Trigger und einen Function Name. Hier haben wir diesen Event Trigger drin und die wird im Grunde genommen jedes Mal, also das ist kein Production Code, das ist wirklich ein Sample Code, also bitte nicht, um zu zeigen, wie es im Grunde genommen funktioniert. Aber diese Funktion wird dann immer aufgerufen, sobald hier auf dem Event Grid Topic etwas ankommt. Ich lege mir am Anfang im Grunde nichts anderes als an den Digital Twins Client an, also einen Zugriff auf die Data Plane von meiner ADT-Instanz. Ganz überraschenderweise braucht der Azure Credentials dazu. Dafür verwendet man die Default, das heißt, es kommt direkt von der Managed System Identity von der Function App. Und dann passiert im Grunde genommen Folgendes: also beim Aufruf wird eigentlich nur mehr die Message genommen, entsprechend gelesen. Ja, das passiert dann da. Ich suche meinen Raum. Ja, Find Room by Query Async. Das ist das Auflösen durch die Relationship. Das kann man im Grunde genommen nachher sagen. Moment. Schauen wir uns das kurz an. Hoppla, frisch. Anyway, so ist die Find Room Funktion.
die ist hier. Und da ist jetzt wieder genau diese Query, die wir vorher schon mal kurz gesehen haben. Er verwendet diese hier, diese Query, lest dann quasi den Room aus und holt sich im Grunde genommen die Twin-IT zurück. Ja. Mit der geht er dann zurück in die, also in die Methode. Das heißt, er hat jetzt den Raum gefunden oder besser die ID gefunden. Und dann ruft eine sogenannte JSON-Patch-Routine auf, die nichts anderes ist. Also es ist ein eigener Standard-JSON-Patch, wie man quasi Änderungen an JSON-Dokumenten durchführt. Und wir verwenden das auch, um hier das vornehmen zu können mit einem Replace auf einem Path. Hier sieht man schon den Last Value. Ist auch nicht so unspannend, weil das haben wir vorher im Twinner gesehen. Also der Temperatursensor, das Modell hat den Wert im Last Value gehabt. Und dann mappen wir das Ganze, den Update über auf das Temperature Sensor und das ist am Raum. Und so sieht man schon im Grunde genommen immer, wie das quasi funktioniert. Ich brauche ein Mapping, ja, das habe ich in diesem Fall über die Relationship herausgefunden und dann noch eine Art von Protocol Translation, um diese Umsetzung hinzukriegen. Und wenn ich das habe, ja, dann sollte das entsprechend funktionieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier diesen Temperatursensor habe, ja, und dann selektieren, der hat momentan mit dem Last Value das drinnen. Die Funktion ist aktiv, darum probiere ich das jetzt mal aus. Wenn ich jetzt hier quasi Safe sage, bei den 10 Grad, kommt einmal daher und sagt, das ist die Batch-Information, die jetzt verwenden wird. Und jetzt, großer Demo-Effekt, schauen wir mal, wenn wir jetzt auf diesen hier wechseln, dann müsste der in der Temperatur ebenfalls 10 Grad haben. Und er hat es auch. Das war jetzt genau diese Schiene und das nennt man Change Propagation hinweg. Das heißt, wir haben jetzt einen wirklichen lebenden Graph und irgendwelche Abhängigkeiten oder das sind so einfache Propagations. Es könnte aber auch sein, dass der quasi mehrere Temperatursensoren verwendet und dann den Durchschnitt draufrechnet. Das ist alles automatisch in diesen lebendigen Graphen mit dieser Propagation entsprechend abgebildet. Gut. Gehen wir zurück. Das war jetzt quasi, wann die Änderung eigentlich so erfolgt, ja. Dann schauen wir uns noch an, wie das beim Ingress anschaut. Was ist der Ingress? Ingress ist einfach Telemetriedaten von außen von Devices einstecken. Natürlich läuft es wieder über das REST-API. Man kann alles verwenden. Wir haben vorher gesehen, wir werden dann eine Function-App verwenden. Wir arbeiten auch daran, direkten Ingress zu bauen von IoT-Hub, Event-Hub und sonstigen Middleware-Komponenten, die wir haben. Aktuell muss man über das REST-API gehen. Ja, und ist eigentlich relativ einfach gebaut. Schaut im Grunde genommen ganz konkret so aus. Ist wieder das Thema, das wir gesehen haben vorher mit dem Raum, ja, mit dem Device. Das heißt, wir werden von außen über den IoT-Hub Änderungen durchführen. Also das, was ich vorher im Azure Digital Explorer händisch gemacht habe, sollte dann eigentlich über den IoT-Hub von wirklichen Devices passieren. Geht rein über den IoT-Hub die Änderung. Landet auf einem, wir verwenden dann die Event Subscription am IoT Hub, also eine Event Grid Funktionalität, wieder über Function App rein, um den Wert quasi auf den Graphen zu setzen. Und das schaut dann im Grunde genommen als Function App so aus. Das ist der zweite Teil. Schaut wieder genauso aus wie vorher. Wir haben die Initialisierung. Wir haben natürlich auch das Ganze eingebaut. Und hier passiert dann die Umsetzung. Das heißt, er liest im Grunde genommen den Temperature-Wert aus, ja, vom Device und erzeugt dann eine Umsetzung auf den Last Value, weil das ist ja das, was wir jetzt setzen. Und die andere Function wird es dann quasi am Raum setzen. Und so hätte man dann wirklich ein lebendes Beispiel dazu. Demo. Dazu braucht man natürlich irgendwie Devices, die auch mitspielen. Und was ich dazu verwende, ist im Grunde genommen ein Simulator, der schaut so aus, gibt es als Open Source bei uns auf GitHub. Der kann über Azure Container Instances beliebige Devices, Hunderte auf einmal produzieren und dann entsprechend hier die Simulation fahren. Ich verwende einen relativ einfachen Setup. Ich verwende drei Devices in einem Container. Jede Sekunde schickt er ein Message und das Template schaut dann so aus. Da sieht man, dieses steckt in dem Temp, steckt der Temperaturwert drinnen, der dann weitergeleitet wird. Wir brauchen nur den IT-Hub Connection String natürlich, um das auch durchführen zu können. Aber das im Grunde genommen ist das das Ganze, was wir tun müssen. Connection String ist ein gutes Stichwort, den muss ich mir nämlich zuerst holen und in meine Session reinbauen. Machen wir da. Das ist relativ leicht.
So. Es hat wirklich alles super langsam. Okay, hat funktioniert. Ganz sicher, also bevor wir den starten, machen wir da kurz ein Echo drauf. Sind wir gut. Damit habe ich ihn zwar in der Session, dann machen wir lieber das, dann habe ich ihn in der Session drin stehen, wo wir auch nicht momentan. Was wir dann brauchen, ist, wir müssen den neu starten. Und starten heißt im Grunde, das ist mein einfaches Start-Script. Der wird dann im Grunde genommen die Azure Container Instance starten für mich. Schauen wir mal, dass wir ihn hochkriegen. Also wie gesagt, ein Simulator, drei Devices. Also was ich natürlich auch dazu sagen muss, ich habe vorher den IoT Hub natürlich schon angelegt, ich habe die Devices registriert, ja, mit ihren Connection Strings und so weiter. Und im Grunde genommen ist der entsprechend dann aufgesetzt. So. So, er sagt mir schon, dass er läuft. Mal schauen. Gehen wir mal in die Übersicht rein und schauen wir, ob die Container-Instanz schon auftaucht. Und die ist noch nicht da. Ah, hier wäre. Ist sie gerade durchgeschlagen? Oder nicht? Okay, machen wir da so. Da kann man, glaube ich, eher ein Listenproblem. Sagen wir mal laden. Und hier haben wir den Simulator. Ja. Schauen wir mal, ob das der wirklich was tut. So. Noch nicht sehr viel, man sieht. Schauen wir mal bei den Container. Man sieht schon, bei solchen Aufzeichnungen braucht man ein bisschen mehr Geduld als normalerweise. Okay, er läuft. Running. Wunderbar. Ich könnte natürlich jetzt noch im IoT Hub schauen, was er macht. Ich zeige nur ganz kurz im IoT Hub die Konfiguration für die Event Subscription, die man braucht hier. Dass man sieht, wo das jetzt weitergeleitet wird. Vielleicht sehen wir da auch schon Sachen, die reinlaufen. So. Da ist mein IoT Hub, den ich da verwende. Loading, loading. Da unten bei den Messages. Ah, man sieht schon was. Also da sieht man meine drei Simulator. Es ist ja schon nach oben gegangen mit den Messages. Das heißt, da kommen schon vom Simulator die Daten rein. Schauen wir jetzt mal bei der Event Subscription nach. So, die läuft hier. Ja, die ist auch schon am Arbeiten. Brav, brav. Das heißt, ich habe jetzt schon den ganzen Weg aufgebaut, mit inklusive Hineinladen in den, also in den Digital Twin, mit dem Updaten von den simulierten Werten von außen. Mal schauen, ob wir das da warten können. Sonst switche ich mal rüber zum. Okay, wir schauen uns das lieber im Live-System an. Ich gehe jetzt mal wieder zu meiner Gesamtübersicht. Mal kurz löschen. Select Stern from Digital Twins. Run Query. So, jetzt habe ich wieder meinen ganzen Baum. Ich möchte nämlich jetzt sagen, dass das über alle funktioniert. Für alle drei simulierten Temperatursensoren. Okay. Laden, laden. Relationships auflösen. Anzeigen. Und here we are.
Okay, wir sind wieder drinnen. Da sind diese ganzen Temperatursensoren. Jetzt nehmen wir mal die Toilette her, um nicht den gleichen Wert zu haben. Da schauen wir uns mal an, was uns der sagt zum. Das ist der Temperature Sensor 3. Der hat Last Value 24. Und da sehe ich schon die Metadaten. Ja? Und Metadaten und Digital Twin sagen wir quasi, ist eine Art von Revisionshistorie. Wann ist das letzte Mal was passiert? Und er zeigt mir an, der letzte Update hier ist gewesen auf dem Last Value. Und die Last Update Time war 16.04.2021, 10.45 Uhr. Und das mit den 2 Stunden Verschiebung auf GMT entspricht es genau dem Ansatz. Das heißt, das letzte Mal, dass dieser Last Value abgedatet worden ist, ist im Grunde genommen gewesen, ja, vor 1 Minute ungefähr genau. Jetzt schauen wir, da hat dann den Wert von 24. Das heißt, unsere Propagation, die eigentlich da eingestellt ist, müsste da den 24er Wert auf den Raum, auf die Toilette geliefert haben. Und haben auch nicht drinnen, das ist schön, kann aber nicht ein Caching-Problem sein von dem LED Explorer. Das ist natürlich ein klassischer Fehler dann. Schauen wir mal auch, wann der das letzte Mal updated worden ist. Das ist 10.46.18. Naja, müsste er eigentlich haben. Nochmal. Der typische Demo-Effekt hat normalerweise immer funktioniert. Schauen wir, ob es jetzt den 24, jetzt hat er den 24 gehört. Also, wie gesagt, der LED Explorer verwendet, der Caching intern muss man ab und zu 2 Mal draufdrücken, dass man sicher gehen kann, dass der Wert da wirklich entsprechend abgedatet wird im Display. Ja. Und so sieht man jetzt im Grunde, jetzt laufen die Werte dahinter, die Function Apps nehmen quasi das entgegen, machen den Update vom Twin, propagieren alle Changes durch und ich habe im Grunde genommen das, was ich haben wollte, nämlich einen lebenden Twin Graphen, der das Ganze, der hier den Digital Twin darstellt. So, den haben wir gemacht. Vielleicht nur ganz allgemein zum Event Processing. So steht es im Grunde genommen da. Wir haben die Telemetriewerte, die von außen kommen. Wir haben Telemetriewerte kommen von außen, gehen rein. Wir haben die Updates drinnen und wir haben quasi diese Loops, die da quasi entsprechend zurückfahren. Hier nochmal dargestellt, wie man das ganz generisch macht, wie man solche Routen aufbaut. Kann man natürlich auch im Grunde genommen über Azure Command Line, über was auch immer machen, um das entsprechend abzubilden. Im Einfall habe ich das über die Azure Command Line gelöst. Und das war es im Grunde genommen. Und wir sind ziemlich genau bei 12.48 Uhr bei der Zeit geblieben. Gibt es manche Fragen gibt? Ich bin über Discord nur verfügbar, über den Discord-Server. Und ansonsten wünsche ich allen, schaut sich's einmal an. Wirklich coole Technologie. Man kann damit sehr viele Probleme lösen, die fast unlösbar in der Vergangenheit erschienen sind und ist eines von den tollsten Innovationen, die wir aktuell im IT-Umfeld haben.